Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. In der letzten Folge haben wir uns mal Community Level angeguckt, aber heute machen wir erstmal die Story wieder weiter. Denn ich muss noch einiges lernen in diesem Spiel, um der beste Hokage der Welt zu werden. Ach nee, das war ein anderes Spiel. Auf jeden Fall machen wir heute wieder neue Aufträge hier. Und zwar weit und breit Dunkelheit von den Mauritius, der gute Mauritius. Als wir letztens ein neues Häusle besichtigt haben, war die Sicherung raus. Deshalb war im Keller alles düster. Könntest du mal nachgucken gehen, wie geräumig der Keller nun ist? Klar, Mauritius, für dich immer. Ich muss sagen, diese Online-Level sind schon sehr, sehr geil. Also, was für Ideen da einige Leute haben, mega gut. Und das hier erinnert mich jetzt nämlich schon mega krass an das Level von dem... Hilfe? Kann man da runter? Hallo? Ja. Von dem Selbstgespräch. Der hatte nämlich auch so ein dunkles Level gemacht. Oh Gott! Ist das alles gruselig? Keller sind sehr gruselig. Keller und Dachboden sind so das Gruseligste am ganzen Haus. Man kennt ihr das, Leute? Wenn ihr im Keller seid, wenn da Licht ist, ist noch alles okay. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr überhaupt einen Keller habt, aber bei uns ist das so. Man geht dann den Keller nach oben, so eine Treppe. Und zwischen den Treppenstufen ist aber Platz. Und ja, wer Horrorfilme guckt, der weiß, die Monster, die greifen gerne mal die Beine in der Kellertreppe. Und als Kind zumindest, jetzt immer noch so ein bisschen, aber als Kind sehr, sehr stark. Leute, hier ist schon das Ziel. Na gut. Als Kind hatte ich dann immer Angst, wenn ich nach oben gegangen bin, dass von unten einfach irgendein Viech greift. Und man muss vor allem das Licht ausmachen, bevor man ganz aus dem Keller draußen ist. Das heißt, die letzten zwei, drei Stufen, wo man schon das Licht ausgemacht hatte, bin ich einfach nur hochgewetzt und mein Herz hat richtig angefangen zu pochen und alles, weil ich dachte, da unten ist dann plötzlich ein Monster, obwohl ich 5 Sekunden davor im Keller war und gesehen habe, dass da gar nichts ist. Aber irgendwie hatte ich dann immer mega Schiss, wenn ich wieder nach oben gegangen bin. Nach unten gehen war alles tutti frutti, aber diese letzten zwei, drei Stufen nach oben waren wirklich ein Horror. Herzlichen Dank, da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Apropos Herz, ne? Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und was ganz Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf den anderen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Als Belohnung habe ich einen versteckten Block hergerufen, der mir was schuldet. Er ist etwas schüchtern, aber mag rote Blumen. Und da ist der Westflügel auch schon fertig. Geil. Oh yeah! Einen letzten Auftrag habe ich noch für dich. Als Belohnung winkt was ganz Besonderes zum Anziehen. Na, Neugier. Ja, anziehen. Ich will was. Oh, man kann also doch in der Story auch andere Sachen für sein Mii freischalten. Mega gut. Unser neues Häusle wurde von Steinblöcken übernommen. Sie tanzen da drinnen wahrscheinlich auf den Tischen und tun, was ihnen gefällt. Könntest du ganz vorsichtig nachsehen, in welchem Zustand unser armes Häusle sich mittlerweile befindet? Klar. Schwierigkeit 3. Nachdem ich diese ganzen Online-Level gespielt habe, ist das hier eher Schwierigkeit 1, ohne Witz. Und die Online-Level sind alle Schwierigkeit 8 und so ein Kack. Ohne Witz, die sind richtig schwer online. Aber sie machen auch mega viel Spaß. Hätte ich... Oh, wow. Hätte ich gesagt nicht gedacht. Wieso tut der einen nicht weh? Guck mal, man kann einfach auf ihn draufstehen. Es geht ab. Diese Musik, die habe ich auch gehört. Die war auch in einem Level drin. In einem Online-Level. Die ist mega cool. Ist das tatsächlich eine Mario-Musik? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber anscheinend doch. Das ist einfach die ganz normale 3D-World Mario... Nein! Ja, da habe ich einfach ganz fies und gemein in die Lava gedrückt. Für mich klingt diese Musik halt mega nach Final Fantasy oder irgendeinem RPG. Vielleicht sogar so Smash-Boss-mäßig oder sowas, wisst ihr? Aber das klingt für mich halt überhaupt nicht nach Mario. Wenn das wirklich eine Mario-Musik ist, dann... Krass. Aber nur krass. So, also eigentlich ist das Level ja trotzdem ganz leicht. Man muss einfach nur die Dinger alle runterfallen lassen und dann erst auf sie rauf. Wofür ist das dann in der Mitte? Man weiß es nicht. Da kommt noch einer. Oh, das ist ja alles einfach, wenn man sich nicht zerdrücken lässt. Und du? Einfach nur noch rechts. Okay, die Dinger kommen nach unten. Das heißt, man muss ja schnell genug sein. Oder auch nicht. Mittelpunkt erreicht. Gar nicht so schwer. Der geht garantiert nach rechts, ja. Die Dinger sind aber auch irgendwie witzig. Ich finde toll, dass man auf den einfach draufstehen kann. Ja, los. Komm mit mir. Moment, Moment. Warte, warte, warte. Ich will doch die... Ich wollte doch die Münzen haben. Oh, Hilfe. Oh, what? Okay, what? Was ist hier denn der Plan? Okay, wie kommt... Ah, ich muss den aktivieren. Und dann kann ich... Nein! Ah, vor allem in diesem Story-Modus muss man immer aufpassen mit seinem Leben.
bringt halt gar nichts, dass du den Mittelpunkt geholt hast. Weil du nur 5 Leben hast. Und sobald die kaputt sind, bist du halt voll am Arsch. So, hier, komm mal her. Ich hätte nämlich gern die 3... Na, ich glaube, das wird nichts. Na gut, 30 Münzen, wir sehen uns dann irgendwann wieder, ne? Hier, komm du auch mal her. Hallo, du sollst das kaputt machen. Wie er einfach nicht kommt. Oh, so ein Dummkopf. Hä? Oh, jetzt macht er das ja auch noch kaputt. Ist das dein Ernst? Ja, und jetzt? Ja, toll, danke. 10 Münzen sind mein. Der muss schnell nach links und dann muss ich wieder nach rechts mit dem anderen... Mit dem anderen Thwomp oder was das für Dinger hier sind. Steinthwomps. Oh, come on! Jetzt darf ich das alles nochmal von vorne machen. Das ist kacke, dass man dann nur 5 Leben hat. Online hat man unendlich Leben. Das ist viel geiler. Okay, so, ich glaube, ich scheiße jetzt mal auf die Münzen, auch wenn ich bisher alle Münzen eingesammelt habe. Aber das ist ja ultra gefährlich, wenn man die ganzen Münzen hier mitnehmen will. Okay, so, jetzt, wie machen wir das hier? Wir müssen den halt recht schnell aktivieren. Ah, ach, das ist ja ultra leicht. Ja, lell. Jetzt warten wir, bis er wieder ankommt und dann fahren wir mit ihm weiter. Tja, das war schlimm. Okay, weiter geht's. Was ist das für ein Spiel? Ah! Boah! Alter! Yo! Alles klar. Nein! Ich bin zu hoch. Boah! Das war nochmal mein armes Herz. Hätte mich zerdrückt, ey, ohne Witz. Aber ich muss mir das abgewöhnen, dass ich immer über die Flagge rüberspringe. Ja, ein Mauritius-Hemd. Ich bin großer Fan, Mauritius. Okay, also das waren die Mauritius-Quests, ganz offensichtlich. Aber das hat sich doch gelohnt. Jetzt haben wir so ein geiles Mauritius-Hemd. Wie cool ist das denn? Gut, dann machen wir von Rubbel Rubbel hier auch nochmal. Ey, Kleiner, willst du nicht nochmal einen kleinen Job für mich erledigen? Vielleicht stolpere ich dann ganz zufällig gegen diese Steine, die hier in dem Weg blockieren. Klar, ein stacheliger Job. Nur 2 Sterne. Das wird eh einfach. Die Zielpersonen sind Stachis. 15 an der Zahl. Einfach an oben drauf springen. Ist nicht. Aber als Profi wirst du dir sicher zu helfen wissen. Improvisiere. Wow. Wow, yo, ich verlasse mich auf dich. Geht klar, Rubbel Rubbel. Mach nichts Unanständiges, während ich weg bin. Das sind Stachis, so. Okay, wir haben so gar keine Zeit. 100 Sekunden und wir müssen... Achso. Wir müssen irgendwie 100 Stachis töten. Wahrscheinlich mit einem Pow-Block, oder nicht? Wie besiegt man denn sonst Stachis? Ehrlich gesagt... Ah, lol. Okay. Okay. Ah, lol, der schiebt die einfach runter. Wie witzig ist er denn? Okay, das heißt, wir müssen hier runter und im richtigen Moment einfach wieder hoch. Das ist ja super einfach. Ja, lol. Das ist voll kreativ, sowas. Auf sowas wäre ich niemals gekommen. Jetzt ohne Flachs. Oh, der schiebt die einfach weg und dann sind sie alle tot. Hier, schiebt du auch noch weg. Das sollte schon lang. Ja, tschüss. Die 10 Münzen sind mir sowas von egal. Weiß einer von euch, ob man mehrere Zielbedingungen machen kann? Also, dass man sowohl zum Beispiel 15 dieser Stachis machen, killen muss... Und 2 von den großen 10er-Münzen oder so einsammeln? Oder kann man immer nur eine Win-Condition angeben? Ich glaube, ich muss mal bald ein Level bauen. Dann weiß ich meine ganzen Fragen. Boah, ganze 10 Münzen kriege ich dafür. Geil. Gut gemacht, Kleiner. Dann werde ich mal fix die Steinchen für dich ausradieren. Sieh sie dir an, dieses ätzende Braun. Da hilft nur radieren. Ich weiß nicht, was ich von der Animation halten soll, aber gut. Ja, einfach nur Münzen. Mehr ist hier nicht. Doch, oh. Aha. Ich glaube, ich habe ein Geheimnis entdeckt. Klettern. Was gibt's denn hier oben Schönes? Ein Wolkengebiet. Ich hoffe, hier gibt's nicht wieder nur Münzen. Oh, 50 Münzen? Okay, lohnt schon. Hallo, kleiner Froschi. Soundfrosch. Sind nicht aus DS-Zeiten? Ich glaube schon. Ein prächtiges Schloss baut ihr da, Quack. Doch, oh weh, die Umgebung ist trüb und trist, Quack. Wenn du einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich Feld und Flur mit Blumen segnen, Quack, Quack. Das lebende Labyrinth, wieder 3 Sterne. Oh Gott, jetzt wird sie aber langsam haarig. Wo ist denn nur mein Schätzelein, Quack? Mich dünkt, es kaulen die Quappen. Bitte geh diesen fischigen Irrgarten für mich auf Suche, klar. Gib dein Bestes, roter Ritter, Quack. Roter Ritter, das lebende Labyrinth, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das ist so wie das irrwitzige... Oh nein, was ein Wasserlevel. Ah, okay, die Fische sind quasi das Labyrinth. Und man sieht halt einfach gar nichts. Oh, das ist ja super assig. Okay, wenn wir sie treffen, sind wir natürlich tot. So viel ist klar.
Okay, ich glaube, hier unten kommen wir nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen oben lang. Nur wo? Da waren wir schon. Nein, ich will den Block. Moment. Oh, ich dachte, da wäre vielleicht ein Pilz drin. Das wird mir nämlich helfen. Da unten ist auf jeden Fall... Moment. Hier ist doch ein Speicherpunkt. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Shit. Gut, dass ich den Speicherpunkt mitgenommen habe. Aber da oben war auch noch irgendwas. Ein einziger Pilz wird ja schon mega helfen. Okay, hier oben war einfach gar nichts außer ein paar Münzen. Lohnt ja gar nicht. Gut, also da brauchen wir nicht nochmal hin. Aber besser gucken als nicht gucken. Hä? What the hell? Okay, was? Wo muss ich denn hier hin? Dass ich da durchkomme? Ah, okay, verstanden. Wir müssen quasi auf der rechten Seite sein, damit wir hier dran vorbeikommen. Okay, ist ja einfach. Bitte mal ein Pilz? Nein. Wie weit schwimmt ihr? Nicht allzu weit. Okay. Geht doch auch voll klar. So viele dunkle Level hier in letzter Zeit. Das ist krass. Wieso? Oh, komme ich jetzt schon runter? Nein, so knapp. Aber ich glaube, man kann einfach durchlaufen. So, jetzt aber. Los, Mario. Schneller, 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 schneller. Okay, das hat funktioniert. Hä? Da jetzt doch wieder oben lang oder was? Oh Gott, ich habe nur noch ein Leben. Und bei denen jetzt oben lang oder? Nee, man kann auch unten lang. Ja, easy. Okay, hallo? Kann es das bitte gewesen sein? Ja, es war's. Hier sind noch mehr Fische. Nein. Wehe, wehe, das ist mein letztes Leben. Okay. Alter. Packen die da noch so blöde Fische hin? Nintendo kann auch assig sein, jetzt ohne Witz. Hab deine Aufgabe erledigt, kleine Froschi. Oh, der Auftrag ist erfüllt, die Blümlein blühen, quack. Alles wie es verheißen war, quack. Beim Glanze der Disco-Kugel, quack, 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 quack. Oh Gott. Das ist wohl nur so ein Frosch-Suit. Da ist eine Person drin, du bist gar kein echter Frosch. Ich hab dich entlarvt, hab ich dich. Da sind bestimmt 3 Toads drin. Er hat noch einen Auftrag für uns. Okay, was hat jetzt die Disco-Kugel gebracht? Ich hab dich hingeguckt. Würde der Rote Ritter mir noch einmal seine Aufmerksamkeit schenken? Wenn du noch einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich für dich Berge versetzen. Na gut, Luft anhalten. Ey, wenn das wieder ein Wasserlevel ist, wird aber Sinn ergeben, ne? Weil es halt ein Frosch ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust dazu. Ich möchte mein Schätzelein mit einem wackeren Heldentat beeindrucken. Einmal durch den Fluss schwimmen, ohne das kühle Nass je zu verlassen. Ach. Würdest du den Beweis führen, dass diese Tat im Bereich des Machbaren liegt? Quack. Ungern. Wasserlevel sind kacke. Keiner mag Wasserlevel. Ein Pilz, dankeschön. Oh, das Wasser geht einfach runter. Okay, das ist natürlich assig. Alles Klärchen. Und diese komischen Stacheldinger werden einfach zu lebenden Bomben. Warte. Bin hier safe? Macht Kamek die Dinger nicht kaputt, wenn sie die trifft? Doch, ja. Oh, guck mal, jetzt kann ich zurück angreifen. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Moment, ich darf hier nicht... Ich glaube, damit hat sie wirklich nicht gerechnet. Okay, ja, mach kaputt. Hier, du stirbst auch. Alles easy. Wie langsam sie einfach stirbt. Okay, ist aber, glaube ich, auch nicht so ein schweres Level. Also dafür, im Story-Modus, 3 Sterne sind irgendwie wirklich in Online-Modus höchstens 2 Sterne. Schaffe ich das? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich warte nochmal eine Runde. Jetzt. Kleiner Tipp am Rande vom Profi des Mario-Spielens. Im Wasser ist man schneller, wenn man schwimmt. Als wenn man läuft. Nur mal so. Wir wollen hier ja auch Infotainment machen, nicht wahr? Lol, die kann ich einfach nicht töten. Jo, was geht denn mit dir ab, Kamek? Machst dir einfach Sachen, die ich nicht töten kann. Ein P-Switch, den brauchen wir locker. Wow. Hey, der P-Switch, der bringt mich einfach an die Luft. Was ist denn mit dem kaputt? Ich drück nicht nach oben, aber man wird einfach nach oben teleportet. Der ist ja richtig assig, der P-Switch. Ich glaube, ich setze den einfach mal ein, oder? Ich glaube, das ist einfach nur, damit hier die ganzen Blöcke weggehen, oder was ist mit ihm los? Ich weiß nicht, wofür der P-Switch ist. Nö, der bringt einfach gar nichts. Hä? Sie hat einfach das Ziel weggenommen. Kamek! Habt ihr das gesehen? Ach, das ist wieder. Oh, ich dachte, das kommt jetzt nicht mehr wieder. Das ist ja ultra assig. Hat die einfach das Ziel weggezaubert? Zaubert die das Ziel weg? Mario Time.
Time. Mario Time. Der Auftrag ist erfüllt, Berge werden versetzt. Quack. Alles, wie es verheißen ward. Das stirbt der Frosch. Quack, 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 quack. Der Frosch ist mir unsympathisch. Muss ich einfach mal so sagen. Kriegen wir jetzt neue Berge? Was hat denn die Disco-Kugel? Ach, die Blume hat er am Anfang gemacht. Jetzt raff ich's. Und jetzt kommen wir im Hintergrund Berge. Aha, okay. Warum hat der Frosch solche krassen Kräfte? Bist du in Wirklichkeit Gott? Neue Tücher. Oh, wir kriegen hier wieder eine Kleidung, wenn wir seine 4 Sterne. Oh, wenn wir seinen Auftrag machen. Na gut, komm. Ein Meer aus Tränen. Oh weh, mein Schätzelein hat mich verlassen. Ich möchte nur noch kraftlos vor mich dahin treiben in der Schwärze des Meeres. Begleite mich in die Tiefen, oh roter Ritter. Quack. Ja klar, hallo, für ein Outfit mache ich alles. Outfits sind das Beste. Hoffentlich ist das ein Hut. Hüte sind das Allergeilste. Ein Meer aus Tränen. Einfach nur schaffen, ja? 4 Sterne ist aber natürlich Hardcore. Diese Buhus, die sehen witzig aus. Ja, das nehme ich mit. Ey, kleiner Gumba, das ist jetzt meins. Okay. Okay, ich raffe jetzt schon nicht, was ich machen soll. Ich habe keinen Schlüssel. Brauche ich die Münzen da unten oder was ist los? Ist ja wie im Karussell hier. Nein, jetzt habe ich eine Münze nicht mit... Ist das denn dein Ernst? Okay, das hat absolut gar nichts gebracht. Was bringt mir denn so ein blöder Schuh? Jetzt ohne Witz. Ah, da oben ist irgendwas gespawnt, aber wozu? Ich meine, da rechts ist auch so ein On-Block, ja? Müssen wir irgendwas aktivieren von hier drin aus? Dass irgendwas losgeht? Da oben rechts ist halt so ein Panzer, der trifft bestimmt diesen On-Block. Dann könnten wir hier auch rausgehen. Ich vermute, wir müssen hier irgendwas mit den Geistern machen. Entweder kann man die töten mit diesen komischen... Ding, das wir hier haben. Oder wir müssen hier einmal mit rumlaufen und hoffen, dass sich irgendwas aktiviert. Vielleicht der Dude da drüben? Hallo, kleiner Thwomp. Möchtest du vielleicht mal runterstampfen? Nein? Ich will nur vorstellen, dass man die... Die kann man tatsächlich töten. Oh, guck mal, da kommt eine Katzenkralle. Ich bin nämlich eine Furie. Aber warum? Wozu? Ah, oh, echt? Da kommt einfach ein Schlüssel raus. Okay, das wusste ich nicht, dass man sowas einstellen kann. Dass man alle Gegner töten muss, damit ein Schlüssel rauskommt. Okay, dann macht das da auf. Jetzt ist er da. Okay, danke dafür. Er kann hier aufmachen. Was genau uns das alles bringt, gar kein Plan. Oh, jetzt kommen wir hier an dieses On-Ding ran. Dann ist hier schon mal offen. Okay, warte, wir brauchen aber erstmal den Panzer. So. Jetzt haben wir hier diesen komischen Panzer. Den können wir auch aufsetzen. Alles klärchen. Schöne Sache soweit. Glaube ich zumindest. Man kommt hier nicht links und rechts lang. Man kann hier jetzt rein, weil wir diesen Lull haben. Damit können wir ihn auch nach oben schicken. So, geh du mal weg. Und ich schaue mich weiter um. Ah, der muss bestimmt hier nach rechts irgendwie, oder? Hier muss auf jeden Fall noch... Ah, ich verstehe schon. Da muss ein Thwomp hin. Wir nehmen einfach mal den Thwomp hier von unten. So, komm mal mit nach oben. So, dann bleibt er nämlich hier stehen. Und dann schicken wir ihn nach rechts, dass er das hier frei macht. Jo, perfekt. Danke, kleiner Thwomp. Der ist jetzt da eingesperrt. Und... Was gibt's hier? Okay, wieder so ein Stiefel, den wir nicht brauchen. So, ich vermute dann mal... Okay, da kommen wir auch nicht rein. Dann müssen wir hundertprozentig hier runter. Oh, wenn der mich trifft, bin ich halt trotzdem instant tot wahrscheinlich. Ich glaube, die waren instant death. So, das Ding aktivieren. Können wir hier hoch? Dann können wir die Dinger hier kaputt machen. Ist die Frage, ob die... Okay, die kann man auch wegschieben. Und dann kommen wir hier rein, in diese Tür.
Okay, Mittelteil gekriegt. Und die müssen wir locker benutzen, um da einfach reinzugehen. Das ist so kreativ. Holy moly. Okay. So, nach oben kommen wir nicht, obwohl da 50 Münzen sind. Der wird das hier alles wegschießen nach und nach. Zumindest da unten. Aber da können wir garantiert auch rein. Wahrscheinlich müssen wir da sogar rein. Jetzt... Das ist so witzig. Jetzt haben wir so einen komischen Helm auf, haben diesen Clown, dieses Clown-Gefährt und sitzen doch in einem Stiefel drin. What the hell, ey. So, okay. Aktiviert. Bringt uns... Hallo, das hat uns einfach unser Gefährt weggenommen. Was ist denn bei ihm kaputt? Kann man irgendwie machen, dass der noch schießt, wenn man da oben drin ist? Nee, ne? Okay, dann passt das schon. Ja, und jetzt? Einfach die Geister töten, oder was? Kann man die damit töten? Nö. Nee. Ach, aber wir können die ja töten. Alles easy? Nein. Kommt einfach gleich die Schweinchen raus. Auch süß. Ja, jetzt wird die Zeit auch noch knapp, oder was? Weil ich am Anfang so lange brauchte. Das ist ja mega kacke. Okay, da können wir uns auf jeden Fall freischießen. Ich glaube, hier hinter ist schon das Ziel. Von daher alles cool. Wir könnten da links noch die 10 Münzen mitnehmen. Oh Gott. Aber, hä? Was war das denn jetzt? Ach, ich glaube, weil wir unten gegengeknallt sind. Okay. Schon gewundert. Doch, das ist das Ziel. Okay, nice, easy. Aber, nein, es ist zu. Warte, wir brauchen dich doch nochmal. Komm mal her. Wir müssen, glaube ich, das Ziel freischießen. Okay. Was war das denn schon? Dieses Level war ja totaler... What the hell? Okay, also Rätsellevel halt. Auch mal ganz angenehm. Und was gibst du uns für ein Outfit? Ein Froschhut! Ein Hut! Ich habe mir einen Hut gewünscht und wir kriegen tatsächlich einen Hut. Nice. Einen geilen Froschhut. Den werde ich gleich erstmal aufsetzen. Sound so. Ja, gut. Das waren dann die Froschaufträge. Auch nicht schlecht. Gut, dann haben wir noch eine Quest bei Rubbel Rubbel, der uns auch was zum Anziehen geben könnte. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Wählen wir noch kurz den Westflügeltor hier aus, dass der Bau da weitergeht, damit das auch was bringt, wenn wir hier unsere Aufträge alle machen. Wie günstig das ist. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.